Hallo zusammen, ich bin Julie Zock, ich fahre Snowboard Alpin und ich mache heute mit euch ein Workout. Für das Workout braucht ihr ein Mettli sowie ein Stirnband und zwei Flaschen. Wir starten jetzt gerade mit dem Warm-up. Als erstes stehen wir auf die Matte, breitbeinig her. Dann starten wir mit den Händen in der Luft. Dann beugen wir uns nach vorne. Gehen in die Knie, dann die Hände leicht unter die Füße, schauen, dass der Fers am Boden ist. Dann drücken wir die Knie zusammendrücken, dann drücken wir die Arme nach außen und den Knie nach außen drücken. Dann die Arme wieder in die Luft und aufstehen. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal. Ich zeige es jetzt nochmal von vorne, dass ihr das auch von vorne seht. Die Arme in die Luft, vorne runter, Knie unter die Füße. Dann runterkommen in die Squat-Position, Knie nach innen drücken, dann die Arme nach außen und Knie nach außen drücken. Dann die Arme in die Luft und aufstehen. Ich zeige es nochmal von der Seite, weil wir machen das ganz noch einmal. Die Arme in die Luft, nach vorne biegen, runter ins Quad, Knie nach innen drücken, Knie nach außen drücken. Arme in die Luft und aufstehen. Das war es auch schon mit der ersten Übung. Bei der zweiten Übung müssen wir uns auf den Boden legen. Ihr legt euch auf den Rücken. Die Arme ausspreizen. Und dann nehmen wir ein Bein und dann überkreuzt zum anderen Arm. Wichtig wäre, dass man die Schulter am Boden haltet. Und dann wechseln wir schon wieder. Dann das Ganze noch mit dem anderen Bein. Dann machen wir das pro Seite je 3 Mal, das heisst 6 Wiederholungen insgesamt. Könnt ihr alles ein bisschen fliessend machen. Ein bisschen unten verweilen, wenn es schön zieht. Und dann wieder wechseln. So pro Seite 1 Mal. Genau. Jetzt machen wir das Ganze noch rückwärts. Also jetzt liegen wir auf den Bauch und machen das Ganze noch auf den Bauch. Dann die Arme wieder raus, können sie auch gut bewegen. Und dann nehmen wir ein Bein und probieren bis zur Hand herzukommen, ohne dass die Schulter sich vom Boden ablupft. Und das Ganze auf die andere Seite. Das machen wir auch 6 Mal, also 3 pro Seite. Genau. Dann könnt ihr wieder aufstehen. Wir machen ein Workout, da gibt es 4 Durchgänge. Mit 4 verschiedenen Übungen. Und wir fangen gerade an mit den Beinen und nachher geht es zum Bauch und dann nochmal zu den Beinen und dann nochmal zum Bauch. Weil die Rumpfstabilisation ist bei unserem Sport sehr wichtig und darum ist auch der Hauptfokus im Sommertraining viel auf Rumpf und Rücken. Und halt starke Beine brauchen wir auch zum Snowboarden und darum noch Beine. Also, als erstes nehmen wir das Mettli und dann es wieder zusammenrollen. Wenn wir das haben, dann zeige ich euch jetzt die 4 Übungen. Die erste wäre, dass man hier an Ort 4 Mal läuft. 1, 2, 3, 4. Überkommt. 1, 2, 3, 4. Überkommt. Das wäre die erste Übung. Die zweite Übung ist eigentlich ein Ausfallschritt. Ihr könnt das Mettli dann auch wieder auseinander tun, weil ja, man braucht es dann nicht mehr zusammen. Und dann könnt ihr einfach ganz normale, einbeinige ja, Kniebeugen machen. Genau. Und dann, die dritte Übung ist gleich noch auf die andere Seite, auch einbeinige Kniebeugen. Und die vierte Übung ist, da ich jetzt eigentlich in der Ferien wäre am Surfen, habe ich gedacht, baue ich noch eine kleine Surferübung ein. Wir starten in einer Surfposition, da machen wir einfach 180 Grad Dreieck und schauen in die andere Richtung. Wir haben pro Übung haben wir 40 Sekunden Zeit, 20 Sekunden ist dann Pause, also geben Gas bei den Übungen, weil ihr habt auch Pause.
Nach diesen 4 Übungen gibt es eine grössere Pause. Und dann könnt ihr euch dann gut erholen, um nachher wieder bereit zu sein. Wir starten gerade. 4, 3, 2, 1 und los. Also. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Nur 20 Sekunden, kommen wir bitte. Noch 5 Sekunden bitte. 2, 1 und fertig. Gut, dann könnt ihr hier eigentlich das Mettel wieder auslegen. Noch 10 Sekunden haben wir Pause. Dann fangen wir gleich an mit den einbeinigen Squats. Ihr könnt den Arm einstützen und dann geht es auch schon los. Probieren langsame Bewegungen zu machen und nicht ganz strecken das Bein, dass es immer ein bisschen unter Spannung ist. Und das Knie hinten nicht ganz abstellen, sodass eigentlich immer im Plus bleiben. Die Hälfte haben wir auch schon geschafft. 20 Sekunden noch. Der Blick ist gegen vorne gerichtet. Noch 3 Sekunden. 2, 1 und fertig. Schnell 20 Sekunden ein bisschen ausruhen. Dann geht es auch schon weiter nachher mit dem anderen Bein. Könnt ihr es vorstellen und anfangen. Wichtig ist auch hier nicht ganz so aufzustehen, sondern immer ein bisschen in Bewegung bleiben und hinten probieren, das Knie nicht ganz abzusetzen. Auch probieren, das Knie nicht über die Zehenspitze geht, sondern dass er eigentlich nur hier gerade runtergeht. Noch 15 Sekunden. Auch wieder nach vorne gerichtet. Schön aufrecht bleiben. Noch 2, 1 und fertig. Dann kommen wir zu meiner Lieblingsübung, die Surferübung. Es wäre so schön wäre am Meer, wenn man surfen könnte. Aber wenn man jetzt ja nicht kann. Und darum tun wir es jetzt auch in der Wiese üben, dass wir nächsten Sommer bereit sind, um zu surfen. Ausgangsposition und los! Probiere ein gutes Tempo zu haben, dass man Fluss bleibt, dass es gleich ein bisschen anstrengend ist. Schön runter. Ja, das war es mit der ersten Runde. Jetzt kommen wir dann zum zweiten Block, zum Rumpf. Wir starten in der Liegestützposition und gehen auf die Ellbogen und wieder auf. Wichtig ist, dass ihr hier gerade bleibt und dass ihr den Arm immer wieder abwechselt. Die zweite Übung. Hocken ihr euch her, dann die Flasche schön aufstellen. Dann könnt ihr euch hier hinten mit dem Arm abstützen. Dann geht ihr mit dem Bein immer über die Flasche. Auf die andere Seite. Genau. Dann die dritte Übung gehen wir wieder in die Plank-Position. Und dann gehen wir eigentlich mit der Hüfte immer auf die Seite gehen und dann viermal wippen. Und dann wieder in die Mitte, Seite und dann wieder wippen. Genau. Dann die letzte Übung könnt ihr gerade auf dem Mettel bleiben. Für das brauchen wir das Stirnband. Dann könnt ihr das Stirnband zwischen die Hände nehmen
Und dann könnt ihr einmal oben den Kopf durch, dann aufrichten. Stirnband 2 nehmen, oben den Kopf, Stirnband 2. Genau. Nehmen wir hier noch den Timer. Und dann starten wir mit dem zweiten Block. Könnt ihr in die Liegestützposition. Dann fangen wir gleich an. 2, 1 und los. Wir hören, dass sie schön gespannt sind und sind wie ein Brett. Es sind grosse Bewegungen gemacht mit dem Körper obendrauf. Wir werden ganz ruhig sein. Und eben immer, wie gesagt, die Arme wechseln. Gut. Dann haben wir 20 Sekunden Pause. Schauen, dass die Fläschchen stehen. Zweite Übung. Dann könnt ihr euch wieder hersetzen. Machen wir gleich die zwei Bauchübungen. 3 Sekunden geht es los. Und los. Schön immer auf beide Seiten. Immer dann wieder in die Mitte. Probieren ohne das Bein abstellen. Wenn wir die Übung machen, dass die Beine immer schön in der Luft sind. Und wenn es nicht geht, könnt ihr ja schauen, dass ihr einfach in der Mitte nur abstellen. Oder jedes zweite Mal, besser gesagt, wenn wir in die Mitte kommen, dass man nicht immer abstellt. Noch 10 Sekunden. 5. Und noch einmal. Haben wir es auch schon geschafft. Jetzt haben wir wieder 20 Sekunden Pause. Die nächste Übung ist wieder in der Plank. Die ist dann mit der Hüfte auf die Seite gehen. Könnt ihr gerade in die Ausgangsposition. 5 Sekunden geht es los. 2, 1 und los. Immer auf die Seite. 2 Seiten und dann 4 mal Lippen. Wieder in die Mitte und dann wieder 4-mal weiter. Wenn es streng ist, könnt ihr auch 5 Sekunden in der Mitte bleiben und dann wieder auf die Seite. Gut. In die Mitte und dann wieder. Super. Für die nächste brauchen wir dann wieder die Stirnband. Könnt ihr schön zwischen die Hände nehmen und dann die Übung machen. Und zwar indem wir auf den Bauch liegen. Es geht los. Beine schön auf dem Boden behalten. Die Stirnband oben den Kopf durch und dann zur Brust. Oben den Kopf durch und zur Brust. Die Hälfte habe ich schon geschafft. Am Kopf und zur Brust. Immer ein bisschen hochkommen mit dem Oberkörper, wenn ich zur Brust komme. Und noch eines. Und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt kommen wir gleich zum zweiten Teil der Beine. Und da zeige ich euch jetzt auch noch mal schnell die 4 Übungen vor. Und nachher ziehen wir die noch durch. Und dann sind wir schon fast fertig. Dann kommt noch der letzte Teil. Also, wir fangen an mit dem Ausfallschritt auf die Seite. Da geht es nicht um Geschwindigkeit. Die, die es schon besser können, die können es in einem schnelleren Tempo machen. Aber es geht eigentlich, dass man gut ausführt, schön runtergeht. Genau. Die zweite Übung ist Gleichgewichtsübung. Draußen ist sie noch etwas schwieriger als wahrscheinlich drinnen auf dem Boden. Steht man außen dran, Matte auf ein Bein. Und kommt auf die andere Seite. Wichtig ist, schön in die Knie zu gehen, dass man auch stabil landet. Genau. Und dann die dritte Übung ist, man steht etwa in der Mitte der Matte, kann die Hände hier reinnehmen und dann
macht man Ausfallschritt nach vorne, Ausfallschritt nach hinten, Mitte und dann tut man Bein wechseln. Und dann die letzte Übung ist, man macht einen Spreitsprung. Dann geht man am Boden runter, tut man wieder gespreizt und dann geht man viermal auf. Und dann steht man wieder auf. Spreitsprung. Das alles kann man nachher dann ein bisschen schneller machen. Es ist nur zum Vorzeigen. Ich habe es jetzt ein bisschen langsamer gezeigt. Ja gut, dann fangen wir gerade an mit der ersten Übung. Und zwar das mit dem Ausfallschritt auf die Seite. Könnt ihr die Hände hier schön eingestützt lassen. Und dann geht es auch schon los. Ihr könnt eures Tempo gehen. Die es nicht so gut können, können auch nur einen kleineren. Und dann langsam runter, rauf. Die es schon besser können, können probieren, außen ganz fest abzustoßen. Mit Schwung wieder in die Mitte kommt. Und das auch mit mehr Tempo machen. Die Hälfte haben wir auch schon geschafft. Genau, noch ein bisschen durchbeissen, noch 5 Sekunden. Dann werde ich einfach vorbei. Und Pause. Genau, jetzt kommen wir zur zweiten Übung, die ich vorher gesagt habe. Das ist die Gleichgewichtsübung, wo ihr dann mit einem Bein starten und probieren einfach nicht schnell zu machen, weil wenn man es langsamer macht, muss man mehr das Gleichgewicht behalten. Und los. Über die Matte, Gleichgewicht halten. Schauen, dass wir schön stabil sind. Kurz verharren in der Position. Und dann weiter geben. Es kann sein, dass man mal aus dem Gleichgewicht geht, so wie ich jetzt. Das ist halb so schlimm. Starten wir wieder von frischem. Und schauen, dass man schön hoch über die Matte fliegt. Und stabil landet. Genau. Jetzt haben wir es dann schon geschafft, nach 5 Sekunden einmal die andere Seite schön stabilisieren. Und dann kommen wir zu der nächsten Übung. Das wäre auch die wieder, die in der Mitte der Matte startet und nachher Ausfallschritt nach vorne und nach hinten macht. Und dann das Bein wechseln. 5 Sekunden geht es los. 2, 1 und los. Die, die es nicht so gut können, können hier in der Mitte wieder abstehen und dann erst nach hinten. Dann, wenn ihr beide Seiten gemacht habt, Bein wechseln. Die, die es schon gut können, können direkt ohne Bodenkontakt das machen. Spielt auch keine Rolle auf die Geschwindigkeit. Es geht mehr, dass man gute Ausführung hat. Und dass die Position stimmt. Probiert das Knie nicht ganz am Boden, ein bisschen in der Luft. Genau. Hoppa, kann auch passieren. Genau. Dann haben wir die auch schon gemacht. Und jetzt kommt wahrscheinlich die Lieblingsübung von allen. Das wäre der geliebte Burpee. Aber der ist nicht so streng. Es geht auch nicht um die Geschwindigkeit. Nicht schnell auf den Boden fallen lassen, sondern mit etwas bremsenden Bewegungen die machen. Gut, und los. Breitsprung. Aber und auf. Viermal. Wieder rauf. Das haben wir schon geschafft. Zwei Burpees. Jetzt noch eine. Und nochmal rauf. Aber nach bissen. Und aufstehen. Und Sprung. Und Pause. So, jetzt wären wir mit den Beinen eigentlich schon fertig. Ich hoffe, ihr merkt sie ein bisschen. Weil ich tue es auch. Dann gehen wir noch zum letzten Teil über zum Bauch. Hier starten wir gleich wieder. Auf dem Rücken, in einem Päckchen, die Hände zu den Ohren. Und dann probiert ihr euch 180 Grad zu drehen, indem ihr das Füdli lupfen und das Füdli verschieben. Das gemacht haben, könnt ihr dann die Seite kehren. Genau, das wäre die erste Übung gewesen. Die zweite Übung könnt ihr gerade liegen bleiben.
Am besten ganz am Mattenrand. Startet ihr eigentlich im C+. Drehen ihr uns im Minus. C+. Machen ein Klappmesser. Und drehen euch wieder. Die nächste Übung ist der Crunch. Es ist nicht ein normaler Crunch, wir starten am Boden. Und dann gehen wir immer zu einem Bein. Einmal zu dem Bein und dann zu dem Bein. Ich zeige euch nachher noch, was einfachere Variante ist, für die, wo das zu streng ist. Und dann ja die letzte Übung, die allerletzte, stellen wir uns noch ein bisschen auspowern. Hier starten wir in der Liegestützposition und machen den Mountain Climber. Das heisst, springen auf der Matte, dass wir noch Vollgas geben können für die letzte Übung. Ja, dann können wir ja gleich starten. Dann gleich auf den Rücken liegen und loslegen. Schön probieren. Hüdli bewegen. Hüdli lupfen und ein bisschen verschieben. Noch 3 Sekunden, noch ein bisschen retour. Gut. Dann kommen wir zur zweiten Übung. Da haben wir eben, wie ich vorhin gesagt habe, ganz am Mattenrand raus. Und dann machen wir von C+. C minus, C plus und dann ein Klappmesser. Für die, die streng ist, machen einfach eine kleine Ruderposition. Gut, es ist auch schon losgegangen. Fangen wir an, C plus. Minus. Plus. Klappmesser. Probieren nicht mit den Armen anzuhelfen vom C plus. C minus und dann minus, C plus. Sondern mit einem Schwung geht durch. Die Hälfte haben wir auch schon. Das ist auch ein bisschen streng. So, noch einmal. Hast du den Anfang schon? Genau. Die wäre jetzt auch schon vorbei. Dann bei der nächsten Übung. Das wäre eben der Crunch, der Ei mit dem Ein dabei. Mit dem kreuzt, also überkreuzt, dass man immer das Bein berührt. Für die, die es schwer ist, können auch probieren, einfach mit dem Ellbogen zum Kneifen. Und es ist auch schon losgegangen. Starten wir gleich. Immer Bein und Arm wechseln. Aber wie gesagt, für die, die es können, einfach auch so zum Knie rauf. Dass die auch am Knie machen. Genau. Und noch der letzte. Jetzt sind wir dann auch schon gleich fertig. Jetzt kommen wir noch zu der letzten Übung. Und da probiert ihr wirklich alles aus euch rauszuholen. Weil es gibt nachher nur noch ein Cooldown und dann haben wir es geschafft. Starten wir gerade in der Liegestützposition und los. Und dann so schnell wie möglich laufen. 40 Sekunden sind noch lang. Also wir gehen voll Vollgas geben. Und angenehm starten, dass man noch Energie hat für den Endspurt. Noch 20 Sekunden. Tempo erhöhen. 10 Sekunden Vollgas durchziehen. Haben wir es dann geschafft? 3, 2, 1 und fertig. Ja, das war es mit dem strengen Teil. Wir starten jetzt mit dem Cooldown. Für das könnt ihr euch gerade mal auf den Bauch legen. Und dann tun wir es. Den vorderen Oberschenkel dehnen,
wenn man hier vielfach ja verkürzt ist und zu wenig gedehnt und wir jetzt auch etwas für die Beine gemacht haben. Schön schnaufen, ruhig, ein bisschen oben runterkommen. Dann könnt ihr gleich wechseln zum anderen Bein. Die Übung kann man auch gut zu zweit machen, indem jemand hier ein bisschen abdrückt, dass man vorne dran auch gerade ist. Und halt oben, also den Fuß kann man nicht so nah nehmen zum Füdli. Darum geht es zu zweit eigentlich besser. Dann dehnen wir den Bauch noch ein bisschen, dehnen, weil wir den auch ein bisschen gebraucht haben heute. Dann gehen wir noch in die letzte Position und machen noch den herabschauenden Hund, wie man im Yoga sagt. Und dort noch die Hinterkette ein bisschen dehnen. Dann könnt ihr gleich vorne laufen und aufstehen. Ja, das war es mit meinem Workout. Ich danke euch vielmals und ich hoffe, ihr habt Spass dabei gehabt.